Die rote Beete haben wir jetzt komplett weggecraftet, ne? Also komplett wegkompostiert. Digi. Das war gar nicht gut. Ich gehe noch einmal hoch. Ja, ich gehe noch einmal hoch und gehe schlafen. Hui. Wir haben heute erst so wenig geschlafen. Ja. Da kann es auch mal ganz leicht passieren, dass man aufsteht und alles brennt. Ja, und da kann es auch mal ganz schnell passieren, dass man aufsteht und oder dass man aus dem Nether kommt und dann sind da auf einmal die Phantome. Das hatte ich ja im alten eingestellten Let's Play von England. Da ist zwar hier nicht alles reif, aber ich pflück's mal ab, weil ich will keine roten Blumen verschwenden für rote Farbe. Wir müssen gleich mal blaue Blumen pflücken gehen. Was wir bei der Gelegenheit gleich mal machen könnten, wäre, weil wir schon so oft blaue Blumen hier in der Gegend abgepflückt haben und mir das irgendwie leid tut um die guten Kornblumen, dass wir mal ein bisschen Bohnenmehl mitnehmen und mal für Nachschub sorgen. So. Geht das immer noch genauso? Jo. So, 30 Farbe. Das dürfte für eine Weile reichen. So. Und wie gesagt, holen wir uns jetzt ein bisschen Bohnenmehl. Und dann gehen wir gleich mal blaue Blumen jagen. Ach, ist das heute alles spannend, ne? Das war eine Grünzeug. Habe ich die reingepackt? Grünzeug, Grünzeug. Da ist das Bohnenmehl. Nee, sorry, wenn es nicht spannend ist an manchen Stellen. Aber das muss halt alles gemacht werden. Und wir kommen ja weiter. Und wir sind viel zu schnell, als dass hier irgendwas nachwächst. So, da ist noch Bohnen. Oh, ja. Und dann können wir das auch wirklich verbrauchen. Zack. Und zack. Lach ruhig. Es ist lachenswert, ja. Ja, ja. Der Honk hat was falsch gemacht. Ja, aber schon wieder behoben. Och, Zombie-Pelle. Eieiei. Ich muss aufpassen. Guck mal, da ist ein lila Schaf rübergewandert. All the way. From America. Von Kioschheim. Da hatte ich die nämlich eingefärbt. Das ist hier rübergewandert. Digga Schwede. So. Wenn ich hier auf Boden klicke, kriege ich dann blaue Blumen. Nö, nicht wirklich. Ich muss irgendwo hin, wo auf jeden Fall blaue Blumen wachsen. Ich will nicht das ganze Bohnenmehl verschwenden. Für nichts und wieder nichts. Ja, die Schlucht hier unten. Da müsste man ja auch nochmal. Müsste man. Ah. Blume. Ja, nicht jeder Klick gibt eine blaue Blume. Ach, guck mal, Endermann war mal wieder da. Der alte Drecksack. Ja. Ja, müssen wir demnächst mal mit dem Wassereimer hierher und alles wieder abholzen. Damit wir wieder blaue Blumen säen können. Ich weiß, dass wir hier eine Menge gepflückt haben von den Dingern. Was war das? Das war komisch. Also nicht im Sinne von Lachen komisch. Wir kriegen hier schön viel hohes Gras, wo sich die Endermänner, die Creeper drinnen verstecken können. Ach, was für eine Freude. So, da sind noch blaue Blumen. Einfach so als Geschenk von der Mutti Natur. Ich klicke hier einfach wild in die Gegend mit dem Zeug. Ja, mag Verschwendung sein, aber wir haben schließlich fast Unlimited Supply davon.
indem wir nämlich immer wieder kompostieren und kompostieren und kompostieren und kompostieren und kompostieren und kompostieren. Uah. Ich werde hier eingewachsen. So, ich möchte gleich mal gucken, wie viel wir schon haben. 16. Brauchen wir denn mehr? Ich glaube, wir brauchen bei weitem mehr. Aber wollen wir jetzt tatsächlich rumlaufen, bis wir 30 blaue Blumen gepflückt haben? Und es sieht gerade so aus, als würde uns das leicht gemacht, auf gewisse Art und Weise. Ich hatte auch mal eine ganze Menge weggepflückt. Ich sehe da unten welche. Also die Chancen, eine blaue Blume zu kriegen, sind wirklich... Hattest du das nicht mal gesagt, Kiosch? Also Kevin? Ich habe da irgendwie sowas im Gedächtnis. Da war was. 26 blaue Blumen. Okay. 27. Ich mache tatsächlich 30 jetzt da draus. 30. 30 Blumen. 28. Bring dich nicht durcheinander, Kollege. Ach, der gute alte Kackstift. Der Mine Honkheim. Wo wir auch lange nicht waren. Könnten wir jetzt natürlich auch hin. Dort Spaß haben. Mir will es gerade so gefallen, endlich mal die Nether-Geschichte weiterzubringen. So, ich glaube, wir haben die 30. Ja, genau, 30. So, da können wir auch schon mal hergehen und hier, wir hätten eigentlich schon mal Glas schmelzen können, weißt du das? Bin aber auch ein Honk. Achso. Das verwirrt mich immer noch. Früher war es so blau, einfach so. Aber jetzt muss man hier dieses quatschige Zeugs machen. Oh, wir kriegen 60. Das ist ja voll erotisch, ich sag's dir. Ja, und wer nicht weiß, was ich jetzt hier mache, das ist pseudosächsisch. Erotisch. Ja. Mindestens zwei Leute werden jetzt wissen und werden jetzt ein bisschen grinsen. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal, wie viel Sand wir auf Honky Island haben. Ist du. Oh, Volk der Kühe. Ich sehe schlimme Tage über euch hier hereinbrechen. Boak, sprach der Herr Honk. Und seine Stirn legte sich in Falten. Ob dessen, was er zu tun gedachte. Volk der Kühe, ob eurer Zahl seid ihr des Todes. Des Todes seid ihr, weil eure Zahl zu groß ist. Das finde ich ja das Geile in der Bibel, dass es meistens so ist, dass halt solche Sachen doppelt und dreifach gesagt werden. Sowas wie halt, genau. Wir haben wirklich kein Glas, nirgendwo, nichts. Ist gar nicht erotisch. Hier, Bone Block. Aber den noch mal her. Ich glaube, den haben wir aus der Wüste oder so. Naja. Ich gucke jetzt auf jeden Fall mal, wie viel Sand wir haben. Alter. Nicht dein Ernst. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo in der Nähe... ich kann mir gut vorstellen, wo. Ach so, das haben wir auch noch hier. Ja, und der Schmucker ist wahrscheinlich auch dicke voll. 27 Erfahrungslevel. 27 Erfahrungslevel. Hier haben wir noch Schwein. So, ich fülle den mal auf und dann... Alter, guckt euch das an. Unsere Schatzkammern laufen über von Dingen. Oh, ich sehe gerade. 1:12. Ja, dann mache ich jetzt noch 8 Minuten, auch wenn es ein bisschen pressiert, aber ich sehe gerade, ja, das da, ne? Ich meine, warum sollten wir dieses behalten? Hm? Warum?
Und wir haben ein paar Schaufeln auf Tasche. Muss nur aufpassen, hier plupst es ganz ordentlich. Sonst machen wir hier den Bratpudel. Ich bin ein Pudel, ich bin ein Pudel. Nein, Horst, ich mache mich nicht über dich lustig, es war nur lustig. Und du weißt es. Und du fandest es auch lustig, im Nachhinein. Genauso wie das mit deinem Pferd. Alter Schwede. Also ich freue mich ja drauf, das aus deiner Sicht zu sehen, weil ich mich immer noch frage, wie du das hinbekommen hast, weil die erste Meldung, die, also das erste, was ja kam, das habe ich dann auch gesehen. Das hat ja Adolf, wollte ich ganz gerade sagen, wie Alfons mir dann erzählt, dass du aus großer Höhe gefallen bist. Das habe ich dann, ich war ja gerade zu der Zeit im Inventar oder im Crafting-Tisch und beim Schneiden habe ich das dann gesehen, so also als Schatten im Hintergrund. Also, was ich mich frage, ist, wie du es geschafft hast, also auf der einen Seite vom Berg zu fallen wohl und auf der anderen, auf der anderen Seite in die Luft gesprengt zu werden. Das ist mir ein Rätsel. Ist mir wahrlich ein Rätsel. Und ich freue mich auf den Moment, wenn sich das Rätsel klärt, weil ich mag gerne, wenn Rätsel gelöst werden. So, Schiete. Das blubst hier so selten. So, ja, weißt du, ich sag immer, wenn ihr von Lava, wenn man Lava hört, niemals in der Kuhle stehen und graben. Und was mache ich hier? Tja, gar nicht cool. Ja, das werden wir hier niemals auffüllen können. Ich will aber den Sandstein haben. Ja. Ich weiß, ich habe schon eine Menge drüben. Ich glaube, das müssen wir irgendwann anders auffüllen. Das wird ein Loch bleiben hier. Erstmal für eine Weile. So, ich bin ein Pudel. Ich frage mich übrigens immer noch, wie du darauf gekommen bist. Auf dieses Lied. Mit Pudel mich Pudel rund oder so ähnlich. Aber man kommt manchmal auf so einen Blödsinn. Ich verstehe dich schon, Rost. Ich verstehe dich. Niemand versteht dich so sehr wie ich. Der Honk versteht dich. Denn der Honk ist gut. So. Soll das eine Falle sein oder was? Ja, ich glaube, wir müssen noch Erde abgraben, damit wir das hier wieder auffüllen können irgendwann. Uah. Ja, wieder auf den falschen Mausbutton kommt an der Seite. Das kann schon mal passieren. Ja, hier kann ich schon mal ein bisschen auffüllen. Der Rest da. Hart späterer Behandlung. Habe ich jetzt mehr. Ich habe mehr Sandstein und. Nee, mehr Sand als Sandstein. Okay. Ich werde noch versuchen, 364er Stacks Sand zu bekommen. Ich grab jetzt erstmal hier oben ab und lass den Rest. Das sieht dann jetzt erstmal hässlich aus. Sag mal, habe ich eben gerade. Nee, ich dachte schon. Ich hätte unser gutes Bambus kaputt gemacht. Ja. Wie viel haben wir denn jetzt schon? 10 und 64. Okay. Ah, ich werde jetzt auch nicht direkt drauf gucken, aber so roundabout 3 64er Stacks sollten es sein. Damit wir auch ordentlich Glas kriegen, weil wir auch ordentlich Farbe haben. Und da wir auch für die anderen Arkan-Institute lila Glas brauchen, wie zum Beispiel auch für das neue Arkan-Institut von Kiosheim. Ja, Horsti, das ist ein hab jetzt wieder meine Zunge gesehen. Das mag ich nicht, wenn das passiert. So. Das ist unanständig. Ja, der Hügel hier hätte wahrscheinlich eh weggesollt für die Farm, für das Farmhaus und die angrenzenden Facilities. Ja. Ja, sieht gut aus. Komm, weg hier. Ich will ja hier nicht die ganze Zeit Sand graben. Hui. Ja. Ich bin ein Pudel. Ich bin und hüpfe hier herum. Warum hüpfe ich eigentlich die ganze Zeit? Ja, das kannst du mir doch nicht sagen, ne? Ja, verstehe ich.
Sandschmelzen im Dings im Blast Furnace? Nein. Warum? Why doesn't this work? Wäre schön gewesen. So, da haben wir schon mal eine Runde Glas Dings da. Nein, ich habe glaube ich nicht genügend Sand gebuddelt, weil ich kein guter Puddler bin. Jetzt ist die Frage. Ja, die Frage welche? So, wie viel kriegen wir da raus? 16. Jetzt Glasscheiben daraus machen oder Scheiben? Ja. Ja. Ist es. Genau. 32 Scheiben. Na, herzlichen Glückwunsch. Das wird nicht besonders lange halten. Dann guckt mal, wie wenig Bone Meal noch übrig geblieben ist. Wir müssen gleich wieder kompostieren gehen. Aber dass man vergiftete Kartoffeln kompostieren kann. Alphons oder Kevin? Hat nicht einer von euch neulich gesagt, dass es blöd wäre, dass man vergiftete Kartoffeln nicht kompostieren kann? You see, my friends, es ist möglich. It works. It just works. Achso, dachte schon, was das Komisches ist. So, dann können wir das erstmal vergessen. Weißt du was? Einmal nochmal rüber in den Nether. Und dann setzen wir mal an einer neuralgischen Stelle das Glas ein, was wir jetzt haben. Also an einer Stelle, wo es möglichst viel... Oh. Hast du gehört? Da war er wieder. Der Kackenfrosch. So. Wir haben ja auch noch den Netherrack auf Tasche. Also hier kann man es auch noch einsetzen. Guck mal, sind wir hier schon mal richtig schön sicher. Ist das nicht wundervoll? Isn't it wonderful? It just works. Entschuldigung. Wollen wir? Na du Vogel. Och. Was ist mit dem passiert? Der ist einfach auseinandergefallen, hast du gesehen? Ich bin ein Pudel. So. Guck, wie alles zueinander findet. Und da auch noch mal. Oh. Ja. Ich glaube, die Lücke da, die werde ich für immer vergessen. Jo, meine Lieben, es ist 1:20. Ach so, wir haben ja noch 20. Wir haben ja noch, ich brauche ja noch Pufferzeit, ne? Weiß Bescheid. Wir haben ja hier noch Netherrack, den will ich ja noch ver... Alter. Das war die Rache des Horsties, dass ich da runtergefallen bin. So. Ja, wie das hier dann endgültig wird, no Ahnung. Das wird sich alles noch rausstellen. Hauptsache, wir kriegen es erstmal irgendwie zum Aussehen. Ja, ich glaube, da hinten kann ich ruhig noch einen tiefer graben. Dann... sieht das, dann ist das auf einem Niveau mit dem hier. Komm, machen wir das. Hier, meine ich, hier könnte man noch. Ich glaube, das habe ich vorhin gerade aufgefüllt, ne? Möglich? Möglich, möglich. Möglich. Wow, ich grabe hier viel zu schnell und bewege mich auch viel zu schnell vorwärts. Da ist, fehlt noch ein Klotz. Wow, da fehlt eine ganze Menge. Ui. Das ist ungemütlich hier.
Ja, da fällt jetzt einiges runter. Ist mir jetzt aber auch mal Wurst. Welche Wurst denn? Hm, Leberwurst. Leberwurst. Lecker Leberwurst. Ich kann das gar nicht verstehen, dass es Leute gibt, die keine Leberwurst mögen. Leberwurst ist lecker. Hui. Oh, gar nicht wehgetan. Es gibt auch Menschen, die keine Leber mögen. Wohlgemerkt, Säuferleber mag ich auch nicht, aber Rinderleber ist lecker. Mit Zwiebeln angebraten und Kartoffelpüree. Und gewürzt einfach nur mit Salz und Pfeffer. Gar nichts Besonderes. Ist vor allem tierisch günstig. Also in den meisten Fällen. So. Heute habe ich wieder Kohlrouladen mit Semmelknödeln gegessen. Eine Riesenportion. So, Freunde. Ja, 1 Stunde 23. 1 Stunde 23. Ich weiß jetzt nicht, was ich genau machen soll als nächstes. Lass mich mal Shots kauen. Wirst du auch so sagen, Horsti, ne? Der Horstinettenbär. Ich guck mal kurz da hoch, ob man vielleicht noch ein paar Schweinekühebullen erlegen kann. Sonst wüsste ich, wo man den Spaß hätte. Mir fehlt irgendwie so ein ganz klein wenig die Kampf-Action momentan, sagte er und starb sofort. Ach, guck mal. Wollen wir den mal pudeln? Das könnte jetzt das Ende sein. Hallo. Aber was ist mit den Viechern los? Sind die heute alle... Bist du böse mit mir, Kollege? Ja. Oh. Der hat Goldschuhe fallen lassen. Gier frisst Gehirn. Ui. Ich höre Schweinekühebulle. Schnell out of the way. Aha. Mhm. So, mit was sind die verzaubert, die Schuhe? Die waren Unbreaking und Fire Protection. Hui. Gerade für den Nether besonders klasse. Baby. Aha. Da oben brennt ein Pegelin. Ja, also einigermaßen lustig ist das hier ja jetzt, ne? Nö, mit den Ugus will ich mich jetzt nicht kloppen. Außerdem mag ich die Ugus lieber als die aus Gründen. Ugu, was machst du denn in meiner Hütte? Du kannst hier gar nicht spawnen, Vogel. Ja, sagst du, das sehe ich anders. Ja, die Frage ist jetzt, wie machen wir das hier? Werden das Panoramafenster? Ich bin schon fast versucht, das so zu machen. Also hier Panoramafenster, da Panoramafenster, hier überhaupt Fenster. Ja, das wird alles die große mächtige Zukunft zeigen. Ich bringe uns mal rüber nach Honky Island. Und wir gucken mal, inwiefern die Öfen fortgeschritten sind. 27 Erfahrungslevel. Ich will eigentlich so einen Kack, wie ich eben gemacht habe, nicht weitermachen mit diesen Erfahrungsleveln. Und deswegen würde ich ganz gerne die voll kriegen. Ist verständlich, ne? Ja, natürlich. So, und dann den. Zack. Und nehmen wir das raus. Also, wenn man solche Farbe hat, das... was machst du da? Vögelchen. Krieg das raus da und mach das richtig. So. Oh, das ist schon wieder ganz ordentlich.
Ja, Leute. Ich bin übermorgen wieder für euch da und ich sage ciao mit B.